Fast-Fashion-Kleidung gibt es überall. Wie es auch anders geht, das seht ihr bei der Stadtrallye Hofheim. Dort müsst ihr nicht nur einige spannende Aufgaben lösen, sondern es gibt auch tolle Preise für euch zu gewinnen. Und wie Kleidung dann zum Beispiel auch nachhaltig geht, das zeigt euch der Weltladen Fair Fashion in Hofheim. Was macht denn Fair Fashion überhaupt aus oder was macht faire Kleidung überhaupt so aus? Also Fair Fashion ist auf jeden Fall nachhaltig und hinterlässt einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, es werden eben nachwachsende Rohstoffe wie Biobaumwolle und Bambus verwendet, anstatt halt eben Kunststoffe wie Polyester aus Erdölbasis etc. Bei Färben der Kleidung wird halt auf jeden Fall darauf geachtet, dass eben umweltfreundlichere Farben und umweltverträglichere Farben verwendet werden als bei der normalen Produktion. Bei Fair Fashion ist eben das Ding, dass viel mehr darauf geachtet wird, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, wie es eben bei den Fast Fashion Bereichen nicht getan wird, denn die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern sind leider sehr schlecht. Also es gibt natürlich verschiedene Siegel und Standards, wie zum Beispiel das GOTS, das Global Organic Textile Standard. Genau, den sieht man zum Beispiel auch hier einmal. Und es gibt natürlich auch den Real Fair Fashion, den sieht man auch hier. Und daran weiß man halt, dass es eben Fair Fashion und nicht Fast Fashion ist. Wer sich zu dem Thema generell nochmal informieren möchte, kann auch sehr gerne nach Hofheim in den Weltladen kommen. Dort haben die Mitarbeiter mal ein offenes Ohr und beantworten auch gerne die Fragen. Ihr wollt euch auch auf den Spuren der Nachhaltigkeit durch Hofheim bewegen? Dann holt euch jetzt den Rallye-Pass in einer der 10 teilnehmenden Stationen. Oder ladet ihn runter unter www.hla21.de.